Welt, die wir kennen und den Dingen, die wir fürchten, gibt es Türen. Wenn diese sich öffnen, werden Albträume wahr. Das sind die Creepy Tales. Aber Miss Julia, mir bleibt keine andere Wahl. Sie haben mich als Detektiv engagiert, doch nun werde ich die Polizei rufen müssen. Ich bitte Sie, Mr. Grant, haben Sie doch Verständnis. Auch ich hatte keine andere Wahl. Sie haben Ihren Mann ermordet, Miss Julia. Man wird mich der Mittäterschaft anklagen, wenn man mich nicht sogar zum alleinigen Täter macht. Jetzt. Sie ahnen ja jetzt nicht, kommt die spannendste Stelle. Mein Mann gab nach außen stets den freundlichen Doch zu Hause wandelte er sich zu einem wahren Tyrannen. Sehen Sie das hier? Sie sind ja grün und blau. Geschlagen hat er mich, jawohl, beinahe jeden Tag. Also gut, ich helfe Ihnen. Wir werden die Leiche verschwinden. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Sie müssen glauben, dass ich ein vollkommen schwarzes Herz habe. Doch einige weniger dunkle Stellen sind einem Menschen wie Ihnen vorbehalten. Das erfüllt mich mit Freude, Miss Julia. Und ich bin sicher, Sie sind eine gute Frau. Doch was können wir nun tun? Der Brunnen. Schnell. Das ist das beste Versteck, das sich uns im Augenblick bietet. Dort unter der schwarzen Luke wird niemand die Leiche vermuten. Darauf halt, kommt auch die Polizei genügt. Niemals. Gut, lassen Sie uns schnell zum... Das ist also Ihre neueste Produktion? Ja, Chef. Ich nenne es das Geierauge. Und was sagen Sie? Also, Ed, das Hörspielgeschäft läuft nicht mehr so wie noch in den 30ern. Das wissen Sie selbst. Krieg der Welten ist nun eine Weile her. Ja, Sir. Und es wird mir eine Freude sein, Dunham Cloud Radio einen ähnlichen Erfolg zu bescheren. Naja, aber dieses Hörspiel ist, wie soll ich sagen, nicht das, was wir uns erhofft hatten. Nicht? Naja, wir brauchen etwas Eingängigeres, etwas Echtes. Ihre Dialoge wirken nicht aus dem Leben. Die Figuren, dieser Detektiv... Mr. Grant. Ja, und diese Miss Julia. Beide kommen mir vor wie Abziehbilder. Aber, Sir... Ja, und da ist noch der Brunnen als Versteck für eine Leiche. Also, vergessen Sie es. Da wäre ja so ein Wandschrank da drüben origineller. Haben Sie Schrei um Mitternacht gehört? Der Kerl ist ein Stümper. Wie? Ich weiß, dass Sie einander nicht leiden können. Er trägt auch furchtbare Hemden. Ja, aber seine Arbeiten sind äußerst beliebt bei unseren Hörern. Und sein Hauptdarsteller, dieser Gerard Watson, das ist mal ein Detektiv. Ja, Sir, aber ich denke, der Sender sollte auf neue Stoffe setzen. Ja, das werden wir. Ab nächsten Freitag senden wir Schrei um Mitternacht. Aber, Sir, was ist mit dem... Geierauge. Tut mir leid, Ed. Nein, Sir. Mir tut es leid. Mir tut es leid. Aber Ed, Sie müssen das verstehen. Sie haben einfach nicht das richtige Gehör für Hörspiele. Oh doch. Ich habe ein außerordentlich empfindliches Gehör. Ich höre alle Dinge, die im Himmel und auf der Erde sind. Und ich höre auch, was in der Hölle geschieht. Sie sind erregt. Und das verstehe ich. Aber nein. Ich bin ganz ruhig und vernünftig. Sehen Sie diese Flasche hier? Sie sind ja wahnsinnig! Oh nein, Sir. Wahnsinnige wissen nicht, was sie tun. Los, rein damit Ihnen, Sie aufgeblasener Wichtigtour. Zieren Sie sich doch nicht so. Der Wandschrank war doch Ihre Idee. So.
Jetzt, wo sie verreist sind, werde ich doch gleich mal mit der nächsten Folge beginnen. Julia sagt, aber Mr. Grant, wie sollte uns denn jemand auf die Schliche gekommen sein? Fragezeichen. Bei der Polizei arbeiten doch nur dumme Idioten. Ja? Guten Abend, Sir. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Arbeiten Sie für Dunham Cloud Radio? Ja, Officer. Was gibt es denn? Wir wurden von den Nachbarn gerufen. Und Sie sind offensichtlich der Einzige, der hier drüben in diesem Studio noch arbeitet. Der eigentliche Sender ist ja auf der anderen Seite des Geländes. Absolut richtig. Und weshalb wurden Sie gerufen? Nun, Sir, die Nachbarn teilten uns mit, sie hätten einen Schrei gehört. Einen Schrei? Vielleicht kam der drüben vom Stolversandpark. Es war ziemlich warm heute den Tag über. Da sind viele Menschen unten am Harbor Creek, am Wasser, und sicherlich haben die Nachbarn ihre Fenster offen. Genau wie ich hier. Nein, Sir. Sie waren sich absolut sicher, dass der Schrei von hier kam. Und Sie sagten, er habe geklungen wie ein, nun ja, Todesschrei. Einen Todesschrei, ja? Aber Officer, wie klingt denn ein Todesschrei? Wenn Sie mir das genauer erklären können, würde ich Sie bitten, einmal mit Bird zu sprechen. Der ist bei uns der Experte. Wie bitte? Ach, das können Sie ja nicht wissen. Bird, ein Kollege von mir, arbeitet sonst meist drüben an der Westküste in L.A. Er ist Spezialist für Schreie. Spezialist für Schreie. Sir, haben Sie getrunken? Da drüben liegt eine zerbrochene Flasche. Die? Aber nein, das ist bloß Limonade. Sehen Sie Louisiana Blue Coke? Die ist mir vorhin versehentlich heruntergefallen und ich war gerade so gut drin bei meiner Arbeit, da dachte ich, ich räume die Scheiben später weg. Was arbeiten Sie denn hier? Oh, ich schreibe und produziere Hörspiele. Jetzt verstehe ich. Sehen Sie, daher wohl auch der Schrei, das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe vorhin eine Tonbandaufnahme laufen gehabt und da habe ich wohl etwas zu laut gedreht. Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Ich habe gerade meine neueste Arbeit, das Geierauge, fertiggestellt. Und ja, die habe ich auch unserem Programmchef vorgeführt. Und wie hat es ihm gefallen? Ach, ich will nicht zu viel verraten, aber er war begeistert. Hören Sie unseren Sender? Das sollten Sie tun, denn bald werden Sie die fertige Arbeit genießen können. Wissen Sie was? Für Sie beide werde ich eine Sondervorstellung geben. Aber das ist doch nicht nötig. Außerdem müssen wir weiter. Wir sind noch im Dienst. Wir sind froh, dass nichts passiert ist. Dann nur einen kleinen Moment. Ich werde Ihnen die spannendste Stelle vorspielen. Wir wollen Ihnen wirklich keine Umstände machen. Es dauert nur einen kleinen Moment. Da ist es. Da ist es. Hören Sie zu. Ab diesem Moment ist die Szene tatsächlich sehr aufregend. Einige weniger dunkle Stellen sind einem Menschen wie Ihnen vorbehalten. Oh, die Dame klingt wirklich gut. Das erfüllt mich mit Freude, Miss Julia. Und ich bin sicher, Sie sind eine gute Frau. Doch was können wir nun tun? Der Wandschrank. Schnell. Das ist das beste Versteck, das sich uns im Augenblick bietet. Aber was ist denn? Dort hinter der roten Tür wird niemand die Leiche vermuten. Darauf kommt auch die Polizei. Aber das ist doch... Gut, lassen Sie... Das ist doch... Eine Leiche im Wandschrank? Tut mir leid, Sir. Aber das finde ich nicht besonders originell. Ich habe doch nie etwas von einem Wandschrank. Ein Brunnen. Es war ein Brunnen. Sie müssen sich verhört haben. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leiche in einem Wandschrank versteckt wurde. Ja, das bin ich auch. Kam mir auch komisch vor. Es klang ja schließlich so, als wären die beiden irgendwo draußen. Einen Wandschrank würde man doch eher in einer Wohnung vermuten oder in einem Büro. Auf jeden Fall irgendwo in einem Haus. Aber das ist nicht mein Hörspiel. Ach nein? Sie haben es uns doch vorgespielt. Und offensichtlich haben Sie Ihre Inspiration in diesem Büro gefunden. Hier ist doch genau so ein Wandschrank mit einer roten Tür noch dazu. Nein, das hat nichts. Bitte bleiben Sie da weg.
Hier ist ja Blut. Nein, nicht! Eine Leiche. Sir, Sie sind festgenommen.